Zu einem neuen Interview auf My Study Guide, heute mit Johannes. Es geht heute um Wirtschaftsrecht an der WU. Wie immer ist das Interview in zwei Teile aufgeteilt. Heute kommt der erste Teil online, wo es darum geht, wie das Studium aufgebaut ist, was man da lernt, was man damit machen kann etc. Im zweiten Teil geht es dann darum, was die persönlichen Einblicke und Eindrücke von Johannes sind. Genau, möchtest du dich einmal kurz vorstellen? Ja, sehr gern. Also prinzipiell mal cool, dass ich dabei sein darf. Danke für die Einladung. Ja, schön, dass du hier bist. Freue mich sehr. Ich bin der Johannes, bin 24 kürzlich geworden und momentan jetzt im letzten Semester auf der WU, wenn alles gut geht. Habe 2017 im Sommersemester angefangen, war dann zwischendurch mal im Ausland der Zeit. Deswegen hat es jetzt quasi zeitmäßig länger gedauert, aber bin sozusagen offiziell im siebten Semester und ja, werde nach dem Semester dann abschließen. Genau, wie gesagt, ich studiere Wirtschaftsrecht auf der WU und mache da jetzt gerade den Bachelor fertig. Okay, super. Dann würde ich sagen, los geht's. Was lernt man als Wirtschaftsrechtsstudent? Ja, der Name sagt es eh schon, irgendwie Wirtschaft und Recht. So ein bisschen die andere Bezeichnung dafür ist auch Jus Plus, weil es ein bisschen fehlgeleitet ist, wenn man sagt, das ist jetzt Wirtschaft mit Recht. Das ist in erster Linie schon ein rechtswissenschaftliches Studium. Also es ist eigentlich ein Jus-Studium, wo eben zusätzlich noch Wirtschaftsfächer dabei sind. Also im Bachelor sind es 120 ECTS, das sind also circa zwei Drittel vom Gesamtumfang wirklich juristische Fächer. Das ist Strafrecht genauso wie Zivilrecht oder auch öffentliches Recht, also da hat man wirklich eine breite Basis. Und der Rest wird dann quasi aufgefüllt mit wirtschaftlichen Fächern. Es geht von BWL über Marketing bis hin zu Accounting oder eben Controlling. Also da deckt man eigentlich recht viel damit ab. Kannst du jetzt noch vielleicht so eingrenzen oder nochmal genauer auflisten, welche Fächer man dann tatsächlich hat? Also so am Beginn teilt sie sich eigentlich so ein bisschen 50-50 auf, Einführung in Rechtswissenschaften, da hat man dann auch so erste Berührungspunkte mit den Rechtswissenschaften mal, dann hat man BWL, VWL, so für den Beginn einmal. Dann kommt die zweite Stufe, das ist CBK, Common Body of Knowledge heißt das auch, wo es dann schon tiefer in die Materie reingeht. Da ist recht viel eigentlich BWL-lastig und nur ein einziges wirklich juristisches Fach, Zivilrecht. Und sobald man das dann abgeschlossen hat, kommt man dann so richtig ins Hauptstudium rein. Das sind dann quasi die letzten vier Semester, wenn es jetzt wirklich nach Studienplan geht, wo man dann großteils wirklich juristische Fächer hat, also so den großen Privatrechtsblock mit Zivilrecht und Unternehmensrecht, öffentliches Recht als zweiten Teil, also Verfassungsrecht, Verwaltungsrecht, Verwaltungsverfahren. Und dann noch kleinere juristische Fächer, Strafrecht ist auch dabei, einen Steuerrechtsblock, der vielleicht auch interessant ist, also ist auch für die berufliche Richtung dann später noch spannend vielleicht. Einen kleinen Teil Wirtschaftskommunikation hat man auch noch, also ist wirklich nur kleiner Punkt auch im Studienplan, aber eben auch interessant, Fremdsprachenkompetenz. Ja, und dann noch ein größerer Punkt ist die SBWL, wo man dann nochmal die Wahlmöglichkeit hat, ein wirtschaftliches Fach ich glaube 20 ECTS sind es, ja, 20 ECTS, genau, im Umfang von 20 ECTS dann noch einmal sich zu spezialisieren. Ich mache da Wirtschaftstraining, da kennen wir uns ja auch. Genau. Aber da gibt es dann ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Okay, das heißt, es gibt aber nur eine SBWL, also nur eine Spezialisierung. Genau. Nicht zwei wie bei WISO zum Beispiel. Und weißt du, aus wie vielen man da auswählen kann, circa so? Ich glaube, es sind 30 grob oder sind's, mehr sogar, es sind die gleichen eigentlich wie bei BWL, genau. 30 sein. Grob 30 okay. Und da hast du dann die Möglichkeit zum Aussuchen, ja. Wie sieht der durchschnittliche Werdegang oder die durchschnittliche Karriere von einem Wirtschaftsrechtler aus? Es ist, wie gesagt, ein recht breites Studium, deswegen kann man es vielleicht gar nicht so pauschal sagen. Was man schon sagen kann, ist, dass man sehr viele Möglichkeiten hat. Also von den juristischen Kernberufen, also Richter, Rechtsanwalt, das ist alles möglich. Man kann in die Steuerberatung gehen, Unternehmensberatung oder aber auch ganz woanders hin. Also auch wenn man jetzt zum Beispiel ein Startup gründen mag oder so, ist es sicher auch kein Nachteil, wenn man sich juristisch auskennt. Also ich merke selber jetzt, du hast immer wieder bei den Fächern so Punkte dabei, wo du sagst, okay, jetzt verstehe ich erst so Standardabläufe, mit denen ich eigentlich immer konfrontiert bin. Also das schon. Was wichtig ist zu sagen, man kann die juristischen Kernberufe machen, dazu muss man aber den Master anhängen. Also erst dann kann man wirklich zum Beispiel Anwalt auch werden oder Anwältin. Das machen aber auch aus dem Grund sehr, sehr viele. Also ich glaube, der ganz, ganz große Teil derer, die den Bachelor fertig machen, gehen dann auch direkt weiter in den Master, um dann eben Richterin, Richter oder auch eben Staatsanwältin, Anwalt
oder was auch immer dann zu werden. Ja. Das Einzige, wo man es vielleicht nicht unbedingt macht, ist, wenn man WISO studiert, also BWL beispielsweise, und Wirtschaftsrecht als Zweitstudium, weil sich das doch ganz gut kombinieren lässt. Und dass man dann halt sagt, okay, jetzt hat man so ein bisschen die rechtliche Seite vertieft, ja. Aber eigentlich macht man den Master eben in einem wirtschaftlichen, also rein wirtschaftlichen ja. Studium. Genau, aber so wenn man eben Richter oder Anwalt oder irgendwas in die Richtung dann werden möchte, dann braucht man es. Ja. Jetzt hast du vorhin schon so ein bisschen erzählt, wie das Studium so aufgebaut ist. Kannst du da noch ein bisschen ins Detail gehen? Ja, gern. Also wie gesagt, es sind eigentlich drei Stufen. Zuerst STEOP, also die Studieneingangs- und Orientierungsphase, wie es so schön heißt, macht das eigentlich auch ganz gut. Also man bekommt schon so einen ersten Einblick, wie das Ganze dann wirklich abläuft. Und kommt dann direkt weiter, wenn man das geschafft hat. Das wäre auch die Idee, glaube ich, dass man das im ersten Semester eigentlich schon macht. Kommt dann direkt weiter in diesen zweiten Teil, CBK heißt das eben. Da ist sehr, sehr viel Wirtschaft, also da ist der große Teil der Studienfächer wirklich, sind Wirtschaftsfächer. Mhm. Ist eigentlich fast untypisch, aber da macht man dann das in erster Linie. Und wenn man da dann diese eine juristische Prüfung, das ist eben Grundlagen des Zivilrechts, wenn man die geschafft hat, kann man einfach dann direkt schon Prüfungen aus dem Hauptstudium oder Lehrveranstaltungen aus dem Hauptstudium machen, wo dann eben die ganzen juristischen Fächer auch noch mal kommen. Gerade am Anfang sind es noch eher Vorlesungen, also mit sehr, sehr großen Gruppen in Hörsälen, wo jetzt der persönliche Kontakt nicht so da ist. Und gerade dann gegen Ende hin im Hauptstudium gibt es dann auch immer wieder kleinere Übungen, wo man eben Gruppen mit, keine Ahnung, 30, 40 Leuten oft nur hat, wo man dann auch wirklich einen persönlichen Kontakt hat, wo es dann oft auch mal so um Mitarbeitspunkte oder so geht, aber wo es vor allem eben um die Praxis dann auch geht, wo man Fälle löst gemeinsam. Also das ist eigentlich dann auch wirklich so der Teil, wo ich sage, das ist dann das juristische Studium, das ist dann auch wirklich erst cool. Also, wo man so in die Tiefe geht da vielleicht auch rein. Ja, okay. Ja gut, ich glaube, das ist ein ganz guter Einblick. Falls es da noch Fragen dazu gibt, könnt ihr die auch sehr gerne in den Kommentaren stellen, dann kann man dann auch genauer drauf eingehen. Wie schaut es bei Viri aus, also Wirtschaftsrecht, mit Anwesenheitspflicht? Ist das Studium eher recht flexibel, würdest du sagen, oder? Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also wie gesagt, gerade am Anfang sind es viele Vorlesungen, da muss man nicht hingehen, da gibt es keine Anwesenheitspflicht, da kann man im Prinzip auch mit dem Buch daheim lernen. Wenn man jetzt sagt, die Vorlesung bringt mir nichts oder so, dann mache ich das und gehe dann am Schluss einfach zur Prüfung und hoffe, dass ich die schaffe. Das geht schon. Gerade gegen Ende hin, wie gesagt, gibt es dann eben kleinere Lehrveranstaltungen, Übungen, PIs. Die sind eben mit Anwesenheitspflicht im ganz großen Teil der Fälle. Und aus dem Grund ist es da dann immer so, dass man halt schauen muss, was man sich einteilt. Es ist aber relativ gut machbar, finde ich, weil es nicht immer nur jetzt den einen Kurs gibt, sondern es gibt eben dann von dem Fach mehrere Parallelkurse und dann sucht man sich halt den aus, der sich irgendwie gut ausgeht. Also es ist durchaus auch möglich, dass man daneben dann irgendwie arbeitet oder so. Das geht ganz gut. Okay. Das heißt, ist mit den Anmeldungen, ist das ähnlich schwierig wie bei BWL, also dass man sich um die Plätze streitet? Ja, okay. Schwieriges Thema. Ja, gerade am Anfang. Also später wird es auch ein bisschen besser, gerade wenn man dann schon im Studienfortschritt vielleicht auch über das Kontingent quasi dann reinkommt. Ja. Aber gerade am Anfang ist es schon mühsam mit der berüchtigten Atomuhr. Also da sitzt man wirklich dann immer um 14 oder 15 Uhr und aktualisiert halt im hoffentlich genau richtigen Moment. Ja, ja. Aber das kennt man dann eh. Man kommt auch da rein. Bei der Anwesenheit, also bei einer PI jetzt zum Beispiel, wird es bei Viri auch circa so sein, dass man meistens so um die 80% anwesend sein muss. Dann genau, im Normalfall, ja. Das heißt jetzt nicht durchwegs anwesend, aber eben ja, 80%. Ja, und im Normalfall ist es auch so, dass man mit den Lehrveranstaltungsleiterinnen oder Leitern dann auch irgendwie reden kann und sagen kann, okay, ich habe da irgendwie was Wichtiges von der Arbeit. Also das sind auch Menschen, also da kann man im Normalfall dann schon auch irgendwie einen Kompromiss finden, wenn es irgendwie notwendig ist. Gibt es jetzt etwas, was man sich von diesem Studium eher weniger erwarten darf? Ja, schon. Also gerade am Anfang, man sieht es an den Zahlen, es ist ein Massenstudium. Also es ist jetzt gerade am Anfang nicht so, wie man es vielleicht aus der Schule noch gewöhnt ist, irgendwie nett mit 20, 30 Leuten im Raum. Und jeder kennt jeden und man hat irgendwie eine Klassengruppe oder sowas. Ja. Das ist nicht. Also es ist einfach ein großes Studium mit ganz, ganz, ganz vielen Leuten, gerade am Anfang. Das wird besser. Also man lernt dann irgendwie doch Leute kennen, man kommt ins Gespräch, man findet sich dann vielleicht auch so seine Gruppe und auch so die Lehrveranstaltungen werden dann kleiner. Also das wird besser. Was man sich auch nicht erwarten darf, ist vielleicht jetzt nicht so typisch für ein juristisches Studium. Also in vielen anderen Fächern ist da sehr viel auch so Rechtsphilosophie dabei. Das ist weg. Also wir haben de facto ganz, ganz wenig von dem, ganz am Anfang ein bisschen. Mhm. Aber das wird quasi mehr oder weniger ersetzt durch eben wirtschaftliche Fächer. Also das
das schon, wie gesagt, was es trotzdem ist, es ist ein juristisches, volljuristisches Studium. Also das darf man sich erwarten, dass man danach eben das alles machen kann damit. Okay, zu dem ersten Punkt, dass man am Anfang eben so in der großen Masse schwimmt, eine Empfehlung an dieser Stelle, wirklich offen auf die Mitstudierenden zugehen und einfach selbst schauen, dass man sich vielleicht eine Gruppe aufbaut, wo man sich untereinander erkennt und austauschen kann, weil es gibt genügend, die sich nicht trauen und vielleicht kann man da gegenwirken. Man tut sich auch selber einen großen Gefallen damit immer, ja. Ja. Bezüglich Vorurteilen gegenüber verschiedenen Studiengängen, gibt es da welche, wo du sagst, die kann man mal entkräften und sind nicht ganz so? Ja. Ja. Also mir geht es oft so bei Familiencafés oder so, dass dann wer sagt, ah, Wirtschaftsrecht, das ist doch das eine da, wo man dann auch dann irgendwie in einem Unternehmen arbeiten kann. Ja, aber Anwalt kannst du nicht werden, doch. Das ist der Punkt. Wirtschaftsrecht wird oft verwechselt mit irgendwie so Fächern wie Wirtschaft und Recht. Das gibt es auch so an anderen Unis. Das ist es nicht. Also es ist wirklich eigentlich Jus, es ist ein juristisches Studium mit Wirtschaft dazu. Und das wird eben oft verwechselt und dann glauben Leute, okay, man kann danach vielleicht gewisse Dinge nicht machen. Es geht alles. Also man kann Notar werden, man kann Universitätsprofessorin oder Professor werden. Eben, man kann Richteramt, man kann im Verfassungsgericht verarbeiten. Das sind auch ganz, ganz spannende Side-Track-Dinge. Ich glaube, es sind sieben Profs bei uns, genau. Ich glaube, sieben Professorinnen und Professoren sind Höchstrichter, also irgendwie Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof oder beim OGH. Also, es ist sehr, sehr hochkarätig auch. Ist auch sehr cool. Ja, vielleicht anderes Klischee ist auch noch so: WU ist so die Schnöselpartie. Zum Teil stimmt es wahrscheinlich. Also wenn man sich so am Campus umschaut, natürlich gibt es Leute, die eher schnöselig rüberkommen. Aber zum einen täuscht da oft der erste Eindruck, würde ich sagen. Ja. Also vielmals ist es dann doch irgendwie anders und die sind überhaupt nicht irgendwie abgekommen oder so. Und es gibt auf der WU auch total viele ganz entspannte, ganz normale Leute. Also, ich würde sagen, Johannes ist ein gutes Beispiel dafür. ist echt so von bis und eine sehr breite, große Bandbreite eigentlich, ja. Ja, da auch wieder die Gruppe zusammensuchen, die einem eben persönlich gefällt. Es gibt eben, wie du gesagt hast, beides. Aber ich persönlich finde, es gibt genügend, die sehr down to earth sind und absolut, mit denen man sich gut unterhalten kann und auch gut befreundet sein kann. Okay, das heißt, das waren so die zwei Vorurteile, wo du sagen würdest. Das wäre jetzt das Erste, was mir einfällt, würde ich sagen. Es gibt sicher noch mehr, aber vielleicht dann in den Kommentaren können wir euch immer noch entkräften. Genau. Haut mal Vorurteile raus. Wenn ich jetzt Gefallen an diesem Studium gefunden habe, was muss ich können, um mich dort bewerben können, beziehungsweise um dort studieren zu können? Standard ist irgendwie Matura oder Studienberechtigungsprüfung geht normalerweise auch. Also das sollte man schon mal haben. Und dann, das ist jetzt seit, ich glaube, 2 Jahren neu, gibt es eben auch ein Bewerbungs- oder Aufnahmeverfahren im Endeffekt. Das ist eigentlich zweistufig, aber relativ unkompliziert. Also im ersten Punkt geht es mal nur darum, dass man sich anmeldet. Dann wird geschaut, ob es überhaupt so viele oder mehr Bewerbungen gibt, als es Plätze gibt. Das sind grob 800 sowas, wenn ich es richtig im Kopf habe. Da ist die Bewerbung, glaube ich, bis Mitte Mai, irgendwann 17. Mai oder so heuer. Wenn man sich da dann beworben hat, bekommt man kurz danach die Info, okay, es gibt ein Bewerbungsverfahren oder eben nicht, je nachdem. Dann ist der nächste Schritt ein Online-Assessment, da klickt man sich einfach kurz durch. Und wenn das dann abgeschlossen ist, gibt es dann nochmal die Info, okay, haben das jetzt wieder so viele gemacht, dass noch eben nochmal ausgesiebt werden muss. Und da ist dann eben heuer, glaube ich, auch wegen Corona, normalerweise wäre dann ein Aufnahmetest oder so, heuer ist dann, dass man ein Essay schreiben muss. Da gibt es aber jetzt, glaube ich, auch noch nicht wirklich Details, weil es eben erst dann aktuell wird, wenn es wirklich notwendig ist. Ja. Und da irgendwann im Juni muss man dann eben diesen Essay abgeben. Und je nachdem, ob man dann eben da vorne dabei ist, kommt man rein oder nicht. Aber es ist jetzt nicht so hart umkämpft. Also im Normalfall, wenn man sich dafür interessiert, wenn man sich ein bisschen darauf vorbereitet, dann sollte das eigentlich kein Thema sein. Okay. Worauf muss man während des Studiums achten? Also sind da Praktika wichtig für später? Sind die Noten wichtig für den Master oder die Berufswelt? Und wie schaut es da aus? Ich würde sagen, gute Noten sind jetzt kein Nachteil, aber für den Master mal prinzipiell jetzt nicht notwendig. Also wenn man ganz normal einfach nur durchkommen ist, kann man den Master trotzdem auch machen. Da gibt es jetzt nicht irgendeine Beschränkung. Das ist mal ganz gut zu wissen vielleicht. So Praktika sind immer gut. Also wenn man sie so im Sommer zum Beispiel mal irgendwo in einer Anwaltskanzlei oder so ein Praktikum sucht, dann sammelt man schon auch irgendwie Erfahrung und schaut, taugt mir das fachlich überhaupt? Kann man sich dann auch ein bisschen entsprechend schon orientieren?
beruflich nebenbei was zu machen, ist sicher auch kein Fehler. Nur zu stressig soll es auch nicht werden. Also die Studienzeit soll doch irgendwie auch eine coole Zeit sein, wo man nicht nur Stress hat. Also von daher, das sind alles Sachen, die sind cool, wenn man es hat, aber es ist vielleicht auch gar nicht unbedingt notwendig. Mhm. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist, dass man sich gut vernetzt, irgendwie so Kontakte knüpft. Jetzt nicht nur mit Professorinnen oder Professoren, sondern auch schon mal schaut, gibt es vielleicht in der Arbeitswelt was mich interessiert. Und vor allem mit Kolleginnen und Kollegen im Studium irgendwie, also da jetzt nicht, wenn man vielleicht dann direkt sofort einen super Job dadurch kriegt, aber einfach einmal so im Studium, es ist einfach wahnsinnig wichtig. Vielleicht fehlt man mal wo in einer Einheit, dann kriegt man von wem die Unterlagen oder kann sich fürs Lernen zusammenreden. Also das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall von Anfang an irgendwie beachten sollte. Genau, da kann man sich einfach so gegenseitig unterstützen. Ja. Das heißt, für später, für den Berufseinstieg, wird da auf die Noten geschaut oder sowas? Oder ist das so, dass man sagt, wenn er fertig ist, dann ist er fertig und wird genommen? Ja, es kommt schon. Also gewisse Berufe sind sicher so, jetzt gerade in einer Kanzlei oder auch wenn man vielleicht an der Uni bleiben möchte, ist es sicher von Vorteil, wenn man gute Noten hat, weil an irgendeinem Kriterium müssen sie es halt auch festmachen. Ja. Und wenn ich jetzt 10 Bewerberinnen und Bewerber habe und da sticht halt irgendwer mit Noten besonders raus, dann wird das schon irgendwie ein Argument sein. Es ist aber jetzt kein Ausschlusskriterium, wenn man jetzt nicht die Supernoten hat. Also soweit ich es im Kopf habe, gibt es eine Statistik mit, dass gleich einmal relativ flott nach Studienende ca. 98% der Leute, die Wirtschaftsrecht studiert haben, dann auch wirklich gleich einen Job finden. Mhm. Also auch wenn man jetzt nicht Spitzennoten hat, braucht man sich da, glaube ich, keine großartigen Sorgen machen. Wenn man da im Studium halbwegs irgendwie was mitgenommen hat, sich irgendwie interessensmäßig dann auch vielleicht mit was beschäftigt hat und so ein bisschen seine Steckenpferde hat, mit dem man dann auch arbeiten kann, ist das wirklich eine super Sache, mit der man dann auch quasi Geld verdienen kann, wenn sie es ja. Prinzipiell würde ich da raten, wenn ihr schon ungefähr wisst, in welche Richtung es gehen soll, dann schaut mal, wie das da eben ist, ob die Noten wichtig sind oder nicht, weil es eben wirklich von Job zu Job quasi unterschiedlich ist. Und wenn ihr jetzt noch gar nicht wisst, wohin es geht, dann würde ich schauen, dass die Noten so gut wie möglich sind, damit man sich alle Möglichkeiten offen hält und sich da nichts verbaut. Aber ja. Ja. Mit welchen Lernmaterialien lernt man normalerweise am besten? Am besten würde ich sagen schon mit einer Kombi irgendwie. Also gerade jetzt im juristischen Bereich ist halt viel auch Praxis, aber mit einer fundierten theoretischen Basis. Ich kann schon irgendwie schauen, dass ich Fälle sinnvoll löse und so. Das ist so ein bisschen die Struktur, die ich brauche, also der praktische Teil quasi. Aber entscheidend ist dann irgendwie auch, dass ich den theoretischen Hintergrund habe. Also man muss da schon irgendwie genau sein und sich auch wirklich damit beschäftigen. Das heißt, um ein Buch kommt man im Normalfall nicht rundherum, jetzt gerade in den größeren Fächern. Bei kleineren Fächern kann es schon mal sein, dass man vielleicht irgendwie mit einer kleineren Zusammenfassung was macht. Aber im Normalfall, jetzt wirklich in dem ganz, ganz großen Teil, und ich glaube, das ist auch was bei Wirtschaftsrecht vielleicht nochmal mehr ist als bei anderen Studien, muss man wirklich mit dem Buch auch lernen oder halt sich irgendwie detailliert damit beschäftigen, weil es einfach nicht reicht, dann nur so grob irgendwie ein bisschen mit Daumen mal Pi drüber zu gehen, sondern weil man wirklich auch fundiert irgendwie Bescheid wissen muss. Und man hat dann wahrscheinlich auch, also ich habe so das Gefühl, in den Büchern wird dann manchmal oder meistens ein Beispiel nochmal gegeben, dass man das Ganze ein bisschen besser versteht, wie das tatsächlich so ist. Und ja, das hilft dann auch nochmal beim Lernen, finde ich. Absolut, ja. Und was vielleicht schon auch noch ein guter Punkt ist, also wenn man jetzt nicht so nur der theoretische Typ ist und da gern tagelang über dem Buch hängt, ergänzend, also ersetzen kann es leider das auch nicht, aber was schon auch irgendwie ein guter Punkt ist, ist mit Freundinnen und Freunden, die auch das studieren, dann wirklich diskutieren, sich damit beschäftigen. Es gibt dann auch oft auch immer so Rechtsfragen, die ein bisschen strittig sind oder so. Da kann man echt hitzige Diskussionen führen. Mir zum Beispiel taugt das sehr, ich mag das ganz gern. Und damit festigt man das Ganze aber auch inhaltlich, also man merkt sich es dann besser und wenn man mal wirklich eine Diskussion darüber geführt hat oder sich darüber tiefergehend unterhalten hat, vergisst man das ja auch nicht mehr. Ja. Und das macht auch so ein Studium irgendwie ein bisschen aus, dass man so ein bisschen die Debatte damit fördert. Und es macht, denke ich, dann eben auch mehr Spaß, wenn man es in der Gruppe macht und nicht alleine drüber nachdenkt und sich so überlegt, wie das sein könnte, sondern wenn man da aktiv studieren kann quasi. Ja. Okay, das heißt, Bücher auf jeden Fall. Folien werden wahrscheinlich manchmal hilfreich sein. Ja, auf jeden Fall. Zusammenfassungen können eben auch was bringen. Und ja, das sind so die meisten Unterlagen gepasst. Vielleicht ein Punkt, das habe ich jetzt vergessen, das gehört zu Büchern dazu. Wenn man schon mal irgendwie wen kennt, der vielleicht just studiert,
es gibt immer diese gelben Bücher, Codex heißen die, ohne die geht es nicht. Also die braucht man eigentlich in jedem juristischen Fach und jetzt nicht nur für die Prüfung, sondern die sind so das Handwerkszeug irgendwie und die, mit denen sollte man eigentlich auch von vornherein schon immer lernen. Mhm. Und die immer schon dabei haben, sich Sachen anstreichen, genau lesen, weil auf dem basiert das Ganze einfach und damit kann man dann auch arbeiten. Ja. Und man darf sie eben auch in der Prüfung dann verwenden zum Beispiel. Genau. Und muss ich da nicht alles merken, sondern nur so circa und kann dann aber die Details quasi nochmal nachschauen, was dann der Arbeitswelt wahrscheinlich auch entspricht, weil du weißt so ungefähr, was es da gibt und wenn du das dann nochmal genau nachschauen willst, dann schaust du wahrscheinlich meistens. Genau, also Codex, es kommt auch ein bisschen drauf an, oftmals ist dann so irgendwie Rechtsprechung hat noch was anderes dazu gesagt oder so, also da muss man dann die Strukturen auch irgendwie im Kopf haben, aber ich vergleiche es immer ganz gern, wenn jemand sagt, ja, du hast eh die ganzen Lösungen im Codex drinnen, wieso musst du da noch lernen? Es ist ein bisschen wie der Taschenrechner im Mathematikunterricht, würde ich sagen. Also wenn man weiß, wie man damit umgeht, ist es eine super Hilfe, weil man eben nicht alles im Kopf rechnen oder im Kopf haben muss. Ich brauche nicht jedes Gesetz auswendig wissen. Aber erstens muss ich wissen, wo ich nachschaue und zweitens muss ich wissen, welches Gesetz kommt zur Anwendung, wie funktioniert das, gibt es dazu vielleicht irgendwie Rechtsprechung, die das abändert oder die sagt, okay, das Gesetz ist so und so zu verstehen. Mhm. Also das ist schon auch irgendwie noch entscheidend. Aber der Codex ist schon ein sehr, 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 sehr gutes Handwerkszeug, irgendwie, den braucht man. Gibt es jetzt irgendwie noch besondere Tricks, wo du sagst, da ist es schon gut oder von Vorteil, wenn man die von Anfang kennt? Mhm. Ja, mehrere wahrscheinlich. Also wir haben es zuerst schon ein paar Mal angesprochen, irgendwie sich irgendwie eine Gruppe suchen, Leute suchen. Also von Anfang an irgendwie aktiv auf Leute auch zugehen. Ich weiß, es ist gerade am Anfang so ein bisschen ein Thema. Man sitzt ja in einem Hörsaal mit 800 Leuten oder so. Jetzt momentan leider eh nicht, aber im Online-Semester ist es nochmal schwieriger, aber auch da gibt es dann vielleicht gelegentlich dann irgendwie Möglichkeiten, dass man mit wem in Kontakt kommt. Aber mal grundsätzlich auf Leute zugehen, also irgendwie offen sein, das Gespräch suchen, wenn es nur ist, dass man irgendwie nebenbei mal was fragt oder so in einer Pause. Man kommt dann echt schnell ins Gespräch, weil es geht eigentlich allen gleich irgendwie. Man kennt ja noch niemanden und es ist aber super hilfreich und jetzt nicht nur, weil es irgendwie fürs Lernen praktisch ist, sondern es ist einfach nett, wenn man auf der Uni wen hat. Das ist oft einmal, wenn man merkt, es freut mich null jetzt zu lernen oder ich habe gar keine Motivation, dann setzt man sich vielleicht zusammen oder bespricht das mit wem oder ruft sich kurz zusammen oder so. Mhm. Es erleichtert es schon immens. Also das ist sicher ein guter Trick. Zuerst haben wir schon über das Anmeldesystem geredet. Das ist jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, wie man es genau macht. Ein bisschen Learning by Doing, aber ich mache es immer so, dass ich mir zwei Fenster aufmache und halt auf der einen Seite das Elpis heißt, das die Anmeldeplattform, und auf der anderen Seite eben Atomo und dann echt kurz eine Sekunde oder so vor Anmeldeschluss wirklich einmal aktualisieren. Da gibt es auch nicht die Formel, die immer funktioniert. Es ist immer... Da wird drüber philosophiert, es ist unterschiedlich. Ja, es ist echt so ein bisschen eine Hexerei, in die man reinkommen muss. So früher oder später funktioniert es dann. Also die letzten Anmeldungen haben bei mir immer geklappt. Aber gerade am Anfang ist es doch ärgerlich, wenn man dann nicht reinkommt. Also da vielleicht guter Tipp auch, sich mehrere Parallelpläne zu machen, also zu sagen, okay, das Semester mache ich entweder das oder wenn ich da nicht reinkomme, mache ich das und sich dann anmelden für beides und schauen, wo man reinkommt. Da dann aber auch wichtig, sich rechtzeitig wieder abmelden, weil dann rutscht wer nach, der sich auch über den Platz dann freut. Semesterplan geht prinzipiell, kurze Schleichwerbung hier, über den LV-Planer von der ÖH. Den habe ich viel zu spät erst angefangen zu nutzen, aber der erleichtert einem da einiges, weil es gleich zeigt, wo sich Vorlesungen überschneiden würden etc. Also könnt ihr mal vorbeischauen. Das ist cool, ja. Genau, jetzt haben wir gesagt, die Anmeldung, Kontakte knüpfen, sonst irgendwas. Was wäre sonst noch interessant? Ja, auf der BIP ist vielleicht noch ganz cool zu wissen. Also momentan auch ein bisschen beschränkt oder ein bisschen schwierig, aber prinzipiell ist die BIP echt ein cooler Ort, auch zum Lernen. Da kann man sich auch mal umschauen, kann man von Anfang an machen. Man trifft vielleicht auch mal Leute oder so. Auch um sich irgendwie Bücher dort zu holen. Im dritten Stock gibt es die Lehrbuchsammlung, da kann man sich Bücher ein bisschen länger ausborgen. Also, und da gibt es auch so die wichtigsten Bücher schon für die STEOP, dann braucht man die nicht alle kaufen. Ja. Apropos Bücher, guter Punkt, es gibt auch die Bücherbörse, das ist glaube ich auch von der ÖH, das ist vielleicht auch ein guter Tipp. Da bekommt man die Bücher meistens irgendwie günstiger, als wenn man sie irgendwo jetzt im Laden kauft. Und man kann Bücher, die man nicht mehr braucht, auch dort wieder verkaufen. Also so. Bei der Bücherbörse, wenn man eben gebrauchte Bücher kauft, muss man nur aufpassen, dass man die richtige Ausgabe Auflage, hat, beziehungsweise Auflage, genau. Kann man im Syllabus nachschauen, da steht immer, welche Auflage die neueste ist und dann kann man eh schauen. Und manchmal, wenn es von einem Jahr davor ist oder die Auflage von davor ist, meistens auch nicht ganz so schlimm, kommt drauf an.
aber da einfach mal schauen und da wird man meistens fündig. Gerade bei so Rechtsfächern ist es wichtig, dass man dann schaut, weil da vielleicht hat sich mal was geändert. Ja. Und dann ist es schon geschickt, irgendwie die neueste Auflage zu haben, weil auch die Prüfungen darauf aufbauen. Also grundsätzlich ist es sicher geschickt. Bei Kontaktanknüpfen während der jetzigen Zeit, wenn man in einer Online-Vorlesung ist, zum Beispiel in einem Zoom-Meeting, da bietet es sich auch an, wenn man einfach eine WhatsApp-Gruppe erstellt und den Link dann reinschickt in den Chat vom Zoom-Call und dann sagt, ja, wir haben da eine WhatsApp-Gruppe, wollt ihr dazukommen? Und dann ergeben sich da eh ganz schnell auch größere Gruppen, wo man dann vielleicht wieder eine Lerngruppe finden kann oder so. Das wäre so eine Möglichkeit, momentan jemanden kennenzulernen. Ja, stimmt. Jetzt die letzte Frage. Gibt es noch irgendwelche Dinge, wo du sagst, die hättest du dir gewünscht, schon zu Beginn des Studiums zu wissen, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben? Ja, fällt mir was ein. Also zum einen, ich habe es zuerst schon so kurz angeschnitten. Es ist eben anders als in der Schule. Also man sitzt nicht in einer Klasse. Es ist meistens ein großer Hörsaal, gerade am Anfang ein großer Hörsaal mit vielen Leuten oder eben ein YouTube-Video oder so, wo man eben kurz die Lehrveranstaltung anschaut, ein Livestream. Also das ist anders als in der Schule und da sollte man sich ein bisschen darauf einstellen, dass es eben gerade am Anfang irgendwie noch keinen Kontakt gibt. Was vielleicht auch gut zu wissen ist, es ist trotzdem, finde ich, für so große Uni wahnsinnig persönlich. Also das hätte ich am Anfang auch nicht erwartet, dass man, wenn man sich jetzt für was besonders interessiert, zum Beispiel immer zu den Professorinnen und Professoren auch gehen kann, nachfragen kann, haben wir da zum Beispiel noch mal ein Buch ausborgen können oder so, direkt von einem Professor, weil mich ein Fachgebiet besonders interessiert hat. Also da bin ich immer wieder auch überrascht, wie viel da eigentlich auch persönlicher Bezug dann auch da ist. Und wenn man auf die Leute zugeht. Wenn man auf die Leute zugeht, ja. Es sind auch, also man merkt auch, es sind total viele so von den Lehrenden wahnsinnig bemüht, auch um Studierenden, wenn man da irgendwie Anliegen hat oder so, bekommt man in sehr, sehr vielen Fällen wirklich super freundliche Antworten. Und wenn man einfach eine Mail schreibt oder eben, wenn es dann in Präsenz wieder mal geht, vielleicht nach der Lehrveranstaltung kurz hingeht. Also da war ich oft sehr überrascht. Das ist wirklich cool. Was vielleicht auch noch ein Tipp ist für jemanden, der sagt, der möchte es unbedingt in den 6 Semestern Mindeststudienzeit durchbringen. Das ist gerade am Anfang ein bisschen eine Herausforderung. Also da sollte man echt schauen. Es gibt immer pro Semester 3 Prüfungswochen und damit sich das sinnvoll ausgeht, wäre es schon irgendwie geschickt, gleich die erste Prüfungswoche, die am Anfang vom Semester ist, auch schon zu nutzen und da vielleicht schon erste Prüfungen schon zu machen, das heißt schon davor vielleicht sich die Bücher zu besorgen, ein bisschen reinzulesen und da dann mal die Prüfung zu machen. Definitiv, ja. Das sollte man, ist glaube ich in Visu E ähnlich auch. Das heißt, die erste Prüfungswoche ist im Oktober gleich. Also im September hat man Zeit, sich vorzubereiten. Oktober geht es dann schon los. Genau. Das auf jeden Fall mag vielleicht am Anfang ein bisschen stressig wirken, aber gerade so Fächer wie BWL zum Beispiel kann man da schon am Anfang auch machen, auch wenn man jetzt noch keine Vorkenntnisse hat. Ich bin selber aus einer AHS gekommen, also war im Gymnasium vorher und habe das aber gleich am Anfang auch gut hinbekommen. Das ist gut machbar, ja. Gerade wenn man dann Learn, es ist so die Online-Plattform von der WU, da kann man auch sich gut durchklicken und Übungen dazu machen. Also das funktioniert ganz gut. Das wäre sicher eine gute Idee, auch das am Anfang gleich schon zu probieren. Ja. Das war's mit dem ersten Teil von diesem Interview. Der zweite Teil kommt dann in Bälde online. Und genau, falls es euch gefallen hat, einen Daumen nach oben da lassen, damit der YouTube-Algorithmus weiß, das Video war gut und kann weiterempfohlen werden. Falls ihr jetzt noch irgendwelche Fragen habt, dann könnt ihr diese gerne in den Kommentaren stellen. Der Johannes wird da auch immer drauf antworten. Und natürlich könnt ihr ihm auch gerne auf Instagram folgen. Der Account wird unten in der Infobox verlinkt. Ansonsten ist er vielleicht auch gerade hier eingeblendet. Und ja, ich glaube, das ist alles, was man noch sagen muss. Abonnieren nicht vergessen, wenn ihr weitere Videos sehen wollt, beziehungsweise den zweiten Teil. Und vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke nochmal für die Einladung. Also sehr, sehr cool. Und ja, vielleicht noch abschließend noch einmal, wenn euch Wirtschaftsrecht interessiert, es ist sicher eine coole Idee, ist ein gutes Studium, mit dem man wirklich viel anfangen kann und auch gerade so für den ersten Einblick vielleicht noch interessant, das fällt mir gerade noch ein. Ja. Jetzt in der Distanzlehre quasi haben es angefangen auch auf YouTube eben Lehrveranstaltungen zu machen. Stimmt, ja. Und da gibt es die Kanäle JusPlus1 und JusPlus2, einfach eingeben bei YouTube JusPlus. Da kann man sich eine Lehrveranstaltung vielleicht mal anschauen. Auch auf Facebook gibt es die Seite, wo echt viele Infos drin sind, wo man sich gut informieren kann. Also das ganz große Empfehlung, wenn jetzt vielleicht euer Interesse geweckt ist, da könnt ihr euch nochmal tiefergehend informieren und schauen, ob das vielleicht wirklich was für euch ist. Okay,
Den YouTube-Kanal von Just Plus werde ich euch auch unten in der Infobox verlinken. Dann habt ihr das alles beieinander. Cool. Gut, also dann bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao.